Oh! Aha! Oh! Aha! Die sind richtig schön. Fashion-Polizei, hält mal hier wieder den einen oder anderen Fashion-YouTuber-Kollegen an. Dieses Mal mit von der Partie, ich schon das ein oder andere Mal gehabt. Der Andi und der Klöt, die haben vor 2 Tagen ein LPU rausgehauen. Und da zeigt der Andi mal wieder eine oder viele seiner vielleicht mehr oder weniger fragwürdigen Pickups. Ihr wisst, der Andi hat einen sehr, sehr speziellen Geschmack, den nicht, natürlich jeder zurechtkommt, beziehungsweise den auch nicht jeder gefallen muss. Wichtig, ja. Nur, ist ja auch immer das, was wir sagen, nur weil es irgendwie anderen Leuten nicht gefällt, heißt das ja nicht, dass ich mir nicht kaufen darf oder ich irgendwie mich umstimmen lassen muss. Nein, nein, nein. Gerade dann wird es ja vielleicht interessant. Aber wir schauen mal drüber, was er sich dieses Mal gezogen hat. Fangen wir direkt an mit dem ersten Piece. Perfekt für Sommer. Ich sage, es ist perfekt für Sommer. Und ich hab ehrlich vergessen, dass ich das habe. Ich habe das gekauft vor so 3 Monaten. Ich habe vergessen, dass ich es gekauft habe. Aha. Ja, man kennt's. Ich kaufe ja auch manchmal Sachen und dann vergesse ich einfach, dass ich mir gekauft habe. Ja, voll. Sieht nach einer Gucci-Pants aus, kann das sein? Wenn man keine im Magen hat, braucht man welche auf der Hose. Doch, die sind ganz toll. Finden sie richtig cool. Sind sie irgendwie kürzer als... Ja, sind cropped. Wow, ja. Hast du das gesehen? Das ist krass. Kennst du die Marke? Gucci. Okay, perfekt. Fand ich die Stagnant Vibes, aber auch hier wieder. Oft von mir betont, Stagnant Vibes muss nicht der allgegenwärtige Go-To sein. Auch eine Crop Pants kann sehr, sehr kommen. Gerade im Sommer, vielleicht mit Tennissocken, Loafern oder mit Boots, kann das kommen. Und ich muss sagen, vielleicht wundert sich jetzt der eine oder andere. Die Hose war nice. Die Denim war cool. Gehen wir weiter zum nächsten Pickup. Deswegen, Freunde, gehen wir vom Sommer zurück noch in den Winter. Perfekt. Also. Was spürst du? Ich weiß Mohair? Nicht, ob mir das geht. Sah nicht nach Mani aus, oder? Okay, perfekt. Militärvorbereitung. Die Farben sind toll. Die Farben sind echt cool. Aber das Material eher nervig. Nervig? What the fuck? Okay, doch, es kann nervig sein. Dieses Mohair, no joke, jeder, der einen Mohair-Pullover anhat und damit schon mal essen, also isst, der wird merken, dass er Mohair-Haare isst, auch teilweise. Weil immer wieder verirrt sich so ein bisschen Mohair auf euer Teller. Kann schon nervig sein, ja. Fair. Es ist so. Ich sag ehrlich, cooler Pullover. Ich finde, der Schnitt ist jetzt nicht so mega krass. Da hätte man noch was rausholen können. Ich verstehe den Vibe dieses Hautenge. Da sich aber Verbesserungspotenzial. Aber ansonsten ist das Ding sehr wild. Auch so ein bisschen, dass das so überall so kaputt ist. Die Farbe gefällt mir. Die Streifen. Aber Ding. Nein. Er fittet halt. Entweder der fittet zu klein oder er ist komisch geschnitten. Eine 3. Freunde, also ihr wisst es. Andy von Andy und Klöt hat diese Emo-Zeit, Freunde. Was ist das aber für ein Piece? Das ist nicht Mani, oder? Lil Peep und Kurt Cobain reinhittet. Das sieht so ein bisschen aus wie, müsste ich jetzt raten, Vivian Westwood. Brand Golden Goose habe ich, glaube ich, zum ersten Mal auf dem Channel. Ach, Golden Goose, okay. Ja. Golden Goose, also das ist ja diese Brand, die hatten ja diesen Hype damals, so vor 3 Jahren, mit ihren Sneakern. Und das ist, diese Brand gehört auch so in diese Kategorie von so ein bisschen Sandy Larry und Celine, aber so ein bisschen so leger, so nicht so hardcore. Ah, Freunde, traurige Geschichte, aber komm. Das sind ganz cool, aber basic. Okay, kannst du gar nicht jetzt putzen, wenn ich mir die Geschichte erzähle. Deswegen, Freunde. Professor Andi unterwegs, oder was? Ja. Freunde, ist auch so. Ein paar Stunden zu viel bei Vielmann verbracht, oder wie? Oh. Andi war letztens halt unterwegs. Und ihr wisst ja, also wer uns ein bisschen länger verfolgt, ich trage Brille, weil ich bin eine blinde Sau. Ich bin ehrlich eine blinde Sau. Haben wir Andi schon mal mit Brille gesehen? Ich glaube nicht, oder? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Und ich war letztens einfach so auf der Reise und ich komme nach Hause an und ich wollte Videos schneiden. Ich denke so, hä? Wo ist meine Brille? Und ich habe eiskalt meine legendäre Gucci-Brille verloren. Kennt ihr noch diese Bronze, Foto eingeblendet? Ihr kennt doch alles, logischerweise. Hab die eiskalt verloren, eingeblendet und deswegen, Freunde, ich brauche eine neue Brille. Und so habe ich mir diese Sandy Larry SL, ich habe keine Ahnung, welche Zahl, ich kann es nicht mehr nachgoogeln. SL300. Perfekt. Habe ich mir die gezogen. Und Freunde, jetzt ehrliche Meinung, Jungs und diese 4% Frauen, die zuschauen. Sag mal, was haltet ihr von der Brille auf mir? Weil die andere Brille, die hatte so einen bronzenen Rahmen, der so gepasst zu meiner Hautfarbe. Einfach beschissen. Und jetzt habe ich halt eine genommen mit schwarzen Rahmen, weil die so, die gehen mir richtig so diese... Boah, ich sag ehrlich, ich bin so raus bei normalen Brillen. Keine Ahnung, ja, was da möglich ist. Klar, man kennt so diese Cartier-Vibes und so... Ein bisschen, aber da habe ich jetzt nicht so den Überblick von, weil
ich einfach keine Brille tragen muss. Deswegen ist es ein Bereich, womit ich mich logischerweise noch nie so wirklich mit befasst habe. Außer natürlich Sonnenbrillen. Aber da ist der Vibe ja nochmal ganz anders als jetzt so bei normalen Brillen. Oldschool Yves Saint Laurent Vibe. So, also wenn du so Yves Saint Laurent googelst, den OG, er hat auch so eine Brille an, so diesen Vibe. Deswegen ja, das ist aber mehr so eine Hornbrille, die er dann trägt. Es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Okay. Steht ihn aber. Ist jetzt keine Brille, die jetzt so krass ins Auge fällt, sondern mehr so eine, kann man machen. Okay. Ich finde sie absolut in Ordnung. Jetzt gibt mir halt so ein bisschen den Professor Andy Vibe. Was sagst du? Ihr könnt jetzt original irgendwie eine Mathe-Vorlesung halten. Ich will sie ihm abkaufen. Warte. Oldschool Mia Khalifa Vibes. Yeah. Did the Rainbow. Ja. Deswegen. Hat was. Einfach mir geliebtes Ding. T1 bis 10? 8. Machen wir 3 draus. Deswegen gehen wir weiter. Okay, Freunde, gehen wir direkt weiter. Ihr kennt es, goldene Regel. Es wäre kein Andy-LPU ohne einen komischen Gürtel. Es ist immer so. Komischer Gürtel oder eine komische Uhr. Oder ein komischer Schuh. Dann ist so das Meme. Oh, der ist richtig cool. Ich finde ihn toll. 11 von 10. 11 von 10? Wow. Ja, zeig her das Ding. Zeig her. Oh, Freunde. Ey, ich predige schon seit locker einem. Ah, okay, so ein Krokodil-Ledergürtel in so einem Durchfallbraun. Ja, ein Outfit kann so krass gesteigert werden mit dem richtigen Gürtel. Also, ihr seht das ja. Ja, kann schon weit sein. Doch. Leute, ich will meinen Leo-Gürtel, Freunde. Doch. Ist auch ein cooles Ding. Kann man bestimmt für einen 20 irgendwie Vintage shoppen gehen. Muss jetzt nicht irgendwie von Saint Laurent oder was auch immer sein. Aus Baby-Leos, Freunde. Perfekt. Ihr wisst, es müssen die jüngsten Leoparde sein im. Ja, der ist Müll, die haben wir ja letztes Mal schon angeguckt. In Afrika. Und glaub mir, Freunde, diese Jeans, diese Gucci-Jeans, diese Jeans, Freunde, mit diesem Gürtel, weißes Hemd, perfekt. Also, ich sag, ehrlich, Freunde, ja? Stramm. Deswegen, Freunde, Gürtel, ich sage, wie es ist, hat mehrere Funktionen, ich will nicht alle erläutern, aber eben die eine, von der wir reden, die ist perfekt dafür. Deswegen, gehen wir, ihr habt es gehört, 11 von 10 gehen wir weiter. Also, Freunde, es geht weiter. Was siehst du? Nikes. Aber irgendwie anders. Anders, ja. Das ist ein Dank. Gefallen sie dir optisch? Vielleicht das gelbe Rahmen, also braun. Ist das irgendein rarer OG-Dank? Gelb, orange, ja. Was auch immer. Eher nicht. Okay. Aber alles oben dran ist cool. Okay, 1 bis 10. 7,5. Runde eine 7er für Ronaldo. Wir haben wieder auf Ronaldo. Das ist perfekt. Freunde, das ist der Nike Dunk Shoe Go. Also jeder, der ein bisschen älter ist als 15, der kennt wahrscheinlich diesen Schuh noch aus 2008. Der ist crazy rare und crazy alt. Es gab ja, macht die Schuhe jetzt nicht unbedingt besser. Früher, vor allem in Amerika, ein Lime. Er heißt Shoe Go. Dieser Schuh, dieser Dunk ist inspiriert an den Shoe Go. Also Nike Dunk Shoe Go, deswegen heißt er so. Und du siehst von vorne so diese Details. So. Ich find's nice, dass du so abgeranzt ist. Ich weiß nicht, ob der Schuh immer so aussah, aber zum Beispiel hier dieses Vergilbte ist cool. Auch generell, dass der Schuh so ein bisschen heruntergekommen ist, das gefällt mir gut. Aber so vom Colorway taugt er mir jetzt nicht. Ja. Es sieht auch wie diese Verpackung. Der ist so zumindest zertrümmelt und der hat so einen leimigen. Boah, das ist einfach krass. Ich sage, wie es ist. Ich finde mehr. Was kostet der Bums-Chat? Weiß das jemand? Okay. Das ist schon expensive. 1700 Euro, 1000 Euro, je nach Größe. Hier gibt es auch einen für 400. Wäre mir der Schuh jetzt nicht wert, um ehrlich zu sein. Nein. Also der, ich schlag dir, wie es ist. Der ist krass. Ich finde ihn ganz krass. Ich finde ihn auch ganz krass. Und weil ich eben, ist ein SB. Also muss man aber auch zugeben, das ist ein typischer Andi-Schuh. Also ich sehe ihn da auch absolut drin. Ihr seht, Fett-Tang. Und Freunde, den siehst du halt nie wieder. Also den werdet ihr nie wieder sehen. Der wirst du nie auf der Straße sehen. Deswegen, Freunde, eben auf diesem Kanal habt ihr immer die krassesten, raresten Sachen. Und wenn ihr da noch nicht abonniert habt, ah ja, gut. Dann müsst ihr echt überlegen, was ihr im Leben tut. Deswegen gehen wir direkt weiter. Freunde, Schmucktime. Ready für Schmuck? Yes. Was steht drauf? Was steht da drauf? OAMC. Okay, ja. Gut ausgesprochen. Okay, das ist ganz komisch. Wenn Andi schon ankündigt, jetzt wird's ganz komisch, dann anschnallen. Hauskette. Ich nehm's mal an. Hundehausmann. Aha, es steht sogar, this necklace. Perfekt. Handmade in Italy. Was sagst du? Ist ganz interessant. Was ist das? Ganz interessant, ich sag, wie es ist. Sieht aus wie... Sieht wie so eine Halterung von so einem Weihrauch. Kennt ihr Weihrauch in Kirchen?
Es gibt so in Kirchen, gibt so Messdiener, die halten Weihrauch in der Hand und wedeln dann mit so hin und her. Mir lowkey diese Vibes. Afrika-Guru-Vibes, ich verschwöre dich, wenn du Albino bist, diese Vibes. Oh, okay, okay. Aber eben, was sagst du so? Wie fühlt sich an? Diese Stoffe hier, siehst du, es ist so ein Gewebe, so eine Mischung mit so ein bisschen... 11 von 10. 11 von 10? Mega interessant, ja. Und unique. Es ist wirklich unique. Das ist so. Deswegen, Freunde, kann schon willkommen, kann aber auch absolut trash kommen. Das ist eine würde ich sehr davon abhängig machen, wie man es dann OMC-Kette? Ich weiß nicht, ob die Brand ist. Ich glaube, ich auch zum ersten Mal kenne die OMC. So, und ich weiß nicht, wie ich diese Kette gefunden habe. Ich habe die einfach random gefunden. Hat so diese Tampfänger-Vibes. Es hat mega viele Vibes. Ja. Vorher, das sieht ein bisschen auf wie so ein Tampon, oder? Ah, ja, geil. So ein Lucky Tampon. Und vorhin haben wir das diese so Chupa Chups, weißt du, ich meine? Nein, das ist der Infinity Stone. So, ja, so, da kann man so. Deswegen, Freunde. Bei Männern kommt stramm, beim richtigen Mann kommt stramm. Ich sag ehrlich, interessantes Piece. Im Zähl geschossen, deswegen, Freunde, perfekt. Championjagd geht weiter, dann wird's natürlich mitgenommen. Gehen wir zum letzten Piece, ja. Freunde, wir haben... Schon das letzte Piece? Ein Piece, das dieses Ding hat einfach eine Weltreise gemacht. Also nur schon, Freunde, diese Tasche hat ehrlich eine Weltreise gemacht. Und wenn man schon sieht, was steht da? Oh. Celine. Oh, wow. Aha. Aha. Die sind richtig schön. Die sind echt schön. Augenschmerz. Ich schwöre auf meine Augenschmerz. Was sagst du? 11 von 10. Freunde, ey, ich glaube, man kann da kein Video besser abrunden als mit einer 11 von 10. Freunde, das sind die Celine Chelsea Wyatt mäßige. Ja, es ist so eine Mischung aus einem Wyatt, aber auch einem Chelsea Boot. Aber es ist ein Chelsea Boot mit einem Harness. Boots, weil vorne, ich erkläre gleich den Unterschied, aber eben das sind die Boots von Eddie, also eben der Eddie Slimon ist ja bei Celine. Und diese Boots, ich schwöre, Freunde, die zu finden in meiner Größe, das war, ich schwöre. Ist ein Boot, den kann man sich ziehen, wenn man schon einen schwarzen Wyatt beispielsweise hat, dann sehe ich den da schon. Aber es ist jetzt nicht, für mich, kein Boot, den ich mir hole, wenn ich nur den habe beispielsweise, wisst ihr, ich meine? Auf Cowboy-Stiefel angenehm. Aber wildes Ding, ich will das Ding schlecht reden. Bester für mich? Bester Kopf vom ganzen IP. Ich hab die länger gesucht als mein erstes Mal, weißt du? Plus, man muss jetzt auch mal hier wirklich mal auf die Kacke hauen. Dieser Vibe, der Eddie Tillman Vibe, der ist ja mittlerweile tot. Muss man ja wirklich einmal sagen, dass diese androgyne Look mit einer skinny oder eng anliegenden Hose, dazu Wyatt, dazu einen Hemd, dazu vielleicht irgendeine eng anliegendere Jeansjacke, was auch immer. Der wird ja heutzutage gar nicht mehr so, ist gar nicht mehr so präsent. Was schade ist. Wirklich. Trust me, das kommt zurück. Future Pat am Predict. Deswegen finde ich gerade so einen Move nice, wenn alle dahin gehen, ja, dann mach doch mal was anderes. Hier, da. Deswegen, Mama. Freunde, es war echt eine Reise und ich habe die in L.A. gefunden. Im Outlet noch, im Out in L.A. Und ich habe echt einen Schnack getan. Diesen Retail, glaube ich, so 1200, 400. Und ich habe, glaube ich, 500 oder 600 gezahlt. Da muss auch sagen, 500, 600 Euro immer noch für Geld, keine Frage. Aber das ist ein Boot, den hast du dein ganzes Leben. Du kaufst dir einmal und zack. Außer er geht damit feiern und irgendwelche Leute treten ihn da die ganze Zeit auf die Füße. Wahrscheinlich kotzt er sich auch noch auf die Füße, wie man den Andi kennt. Dann natürlich schwierig. Aber ansonsten, wenn er damit gut umgeht, dann hast du das ganze Leben. Und deswegen geht es da schon klar, da ein bisschen mehr, reinzubuttern. Ich sag, wie es ist, ein Geschenk von, nehme ich mit. Der Unterschied, also es gibt ja diese normalen klassischen Whites von Saint Laurent. Und bei denen... Er hat den schon. Ich sag ehrlich, der ist wilder. Der finde ich tausendmal wilder. Tausendmal vielleicht nicht, aber der ist wilder. Die haben 2 in 1. Die haben 2 in 1. Weil, Freunde, das kann man ausziehen da. Und dann kann man einfach den ganzen... Okay, man kann diesen Harness abnehmen. Dann hat man noch einen normalen Chelsea-Stiefel. Was? Hier? Vorne wegmachen. 2 in 1. Haben einen klassischen Chelsea-Boot. Krass. Und die Qualität, Freunde. Aber mit Harness schon tausendmal. Also allgemein, auch nur schon diese Form, diese einfach, Freunde, schönere Form als alle unsere Gesichter, bei Gott. Perfekt. Hätte ich so eine Nase, Freunde, perfekt. Ich sag mir, ey, was schön. Sagst du? Das ist so ein Schuh, Freunde, trust me. Im Herbst. Gehst mit deiner Freundin was essen. Du hast vielleicht so eine Heide Ackermann-Jacke an. Hier die legendäre Velour. Bomber oder irgendwie sowas. Und dann gehst du mit ihr was essen. Abschließend lernst du die Eltern kennen. Das ist so ein Boot. Sagt mir, wie ihr sie tragen würdet. Deswegen gebt eure Meinung. Wilder Schuh. Wilde Pickups. Ey, ich sag ehrlich, der Schuh. Baba. Mir hat auch dieser Golden Goose
Sweater sehr gut gefallen. Da hat leider ein bisschen die Größe reingeschissen oder halt der Schnitt, aber ansonsten so vom Konzept und auch so vom Material sehr wild. Schlechtestes Pickup. Ja, Dank. Der weiß ich jetzt nicht. Auch gerade so preis-leistungstechnisch war das jetzt nicht so was für mich. Aber ansonsten coole Pickups. Eins auf jeden Fall der besseren LPUs vom Andi und Klöt. Definitiv. Aber jetzt nicht sonderlich Sodbrennen-Erzeugendes mit dabei. Ja, segnet die Fashion-Polizei hier dann auch ordnungsgemäß und in aller Öffentlichkeit ab.